Neue Regierungsmitglieder wurden heute in der Hofburg angelobt, aber es gab eine unvorhergesehene Panne. Und Reisen wird spürbar teurer. Wer kann, der sollte jetzt schon den nächsten Urlaub buchen. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone News am Mittwoch, den 11. Mai. Schönen guten Abend. Heute wurden drei neue Regierungsmitglieder von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Nur drei. Denn der designierte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig konnte nicht kommen. Er war positiv. Natürlich hat das auch die Amtsenthebung von Elisabeth Köstinger durcheinandergebracht. Der Bundespräsident sprach von unruhigen Zeiten, Zitat, um es milde auszudrücken. Er bezog sich dabei vor allem auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die Angelobung der neuen ÖVP-Regierungsmitglieder am Mittwochmorgen hat sich verzögert. Der designierte Landwirtschaftsminister ist leider positiv und kann heute nicht zur Angelobung kommen. Er hat zwei positive Antigentests gemacht. Die Angelobung von Norbert Totschnig, der am Dienstag noch beim Bundespräsidenten zu Gast war, soll später nachgeholt werden. Somit hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg nur Wirtschaftsminister Martin Kocher, Digitalstaatssekretär Florian Turski und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler angelobt. Ich gelobe. Okay. Ich gelobe. Sehr geehrte neue Minister, ursprünglich waren es zwei, jetzt kann ich mich nur an Sie wenden, Herr Kocher. Sehr geehrte neue Minister und Staatssekretärinnen, das führt mich zu Ihnen. Die schwierige Situation, in der sich Europa und auch unser Österreich befinden, wird Ihnen zweifellos der wichtigste Handlungsauftrag sein. Die Bevölkerung erwartet sich, dass Sie die großen Herausforderungen angehen und lösen, dass die Inflation, dass das Unabhängigwerden von russischer Energie, die Verminderung der Emissionen von Treibhausgasen, die notwendigen Maßnahmen im Wirtschafts- und Sozialbereich, sicherheitspolitische Themen zügig angegangen werden. Die Menschen in Österreich erwarten sich, dass wir als Verantwortungsträger respektvoll mit ihnen umgehen. Und das heißt, glaube ich, auch, dass wir unangenehme Botschaften und Situationen genauso ansprechen müssen wie gute Nachrichten, dass wir miteinander einfach Klartext reden. Ich bin überzeugt, dass wir alle dazu beitragen müssen und werden, diese sehr schwierige Situation zum Guten zu wenden. Das ist eine große, wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe. Und ich wünsche Ihnen in diesem Sinn jedenfalls allen erdenklichen Erfolg und alles Gute. Äußerst hohen Besuch empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach den innenpolitischen Geschäften. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, das ist nicht nur ein formaler Akt, die Sorge einer noch größeren Krise, noch größer als der Krieg in der Ukraine, beschäftigt die internationale Spitzenpolitik. Am UNO-Sitz in Wien wird später ein wichtiges Treffen stattfinden. Direkt nach der Angelobung der neuen Regierungsmitglieder empfing Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres vor der Hofburg. Guterres ist drei Tage lang in Wien. Anlass ist ein Treffen der Vereinten Nationen, das am UNO-Sitz in Wien stattfindet. Viele Gespräche sind geplant. Van der Bellen bezeichnete die UNO als unverzichtbar, was sich gerade in Kriegszeiten besonders zeige. Die UNO ist ja, wie Sie wissen, unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges gegründet worden. Und natürlich nicht nur historisch, sondern über all diese Jahrzehnte ist eine primäre Aufgabe der UNO zu versuchen, Konflikte sozusagen im Keim zu verhindern und wenn sie denn ausbrechen, zu einem raschen beizutragen, dass ein rasches Ende erzielt werden kann, sei es durch Feuerpausen, sei es durch einen Waffenstillstand. Der Krieg in der Ukraine verursache massive Verwüstungen, Tod und Leid, so der UNO-Chef, und sende mit einem dramatischen Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise Schockwellen um die Welt. Die Nahrungsmittelknappheit müsse bekämpft werden, der sinnlose Krieg müsse aufhören. Er werde nicht für immer andauern, es werde wieder der Moment für Friedensverhandlungen kommen und sein Büro werde dafür auch bereitstehen. Aber das sei nicht unmittelbar am Horizont. Doch die Hoffnung dürfe man nie aufgeben. Guterres und Van der Bellen mahnten beide dazu, vor dem Hintergrund des Kriegs nicht den Kampf gegen den Klimawandel aus dem Fokus zu verlieren.
Beide sind vehemente Verfechter für den Klimaschutz. Antonio Guterres lässt keine Gelegenheit aus, darauf hinzuweisen, dass die Klimakrise nicht irgendein Hobby von irgendwelchen Klimatologen ist, sondern etwas, das uns alle betrifft und das von einer menschheitsgefährdenden Dynamik zu einer menschheitsgefährdenden Dynamik werden kann. Diese Klimaveränderung ist kein linearer Prozess, wo man jedes Jahr sozusagen ein bisschen mehr bekommt, sondern die Ausschläge, die das haben kann, die dann nicht reversible und unumkehrbare Folgen haben, das ist, finde ich, besonders beunruhigend. Nach dem Gespräch mit Van der Bellen plante Guterres noch Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer, Außenminister Alexander Schallenberg und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Die Rochaden in der Regierung lassen die Emotionen bei den Oppositionsparteien hochgehen. Sie ziehen bei den Entscheidungen der ÖVP die Augenbrauen hoch. Die Sozialdemokraten halten sogar Neuwahlen für angebracht. Natürlich, rein rechtlich darf die ÖVP besetzen, wen sie will. Das heißt aber nicht, dass dies auch praxistauglich ist. Game over für die ÖVP? So sieht zumindest SPÖ-Vize-Clubchef Jörg Leichtfried die aktuelle Lage. Die jüngsten Rücktritte seien ein klares Zeichen der Regierungsunfähigkeit der ÖVP. Österreich braucht eine echte Veränderung. Wir werden daher bei der nächsten Nationalratssitzung einen Neuwahlantrag einbringen. Erfolg haben wird dieser wohl kaum, denn dafür braucht es eine Mehrheit im Parlament, also auch Unterstützung der aktuellen Regierungsparteien selbst. Und auch innerhalb der Opposition gehen die Meinungen auseinander. So wollen die Neos aktuell von Neuwahlen absehen. In anderen Bereichen sind die Parteien hingegen einig. Besonders Norbert Totschnig als Nachfolger Köstingers wird heftig kritisiert. Man wolle dem bisherigen Bauernbunddirektor nicht im Voraus seine Kompetenz absprechen, so die Parteien. Aber danach ausgewählt worden sei er nicht. Ich finde das inakzeptabel, dass wir beim Landwirtschaftsminister, bei der Landwirtschaftsministerin nur darüber diskutieren. Die muss vom Bauernbund kommen, die muss eine Tirolerin sein oder der muss ein Tiroler sein. Für Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hemmele signalisiert die Ernennung von Totschnig eine Rückkehr zu bewährten ÖVP-Taktiken. Damit würde Bundeskanzler Karl Nehammer eine klare Trennlinie zwischen sich und Vorgänger Sebastian Kurz setzen. Er versucht seine Macht nicht auf seiner persönlichen Autorität oder seinen persönlichen Umfragewerten nur abzustützen, sondern sehr wohl auch auf diesen ganzen Teilorganisationen seiner eigenen Partei. Man könne davon ausgehen, dass jemand aus dem Bauernbund für die Leitung des Landwirtschaftsministeriums nicht ganz ungeeignet sei, so Steiner-Hemmerle. Sie kritisiert allerdings einen anderen Punkt des Auswahlverfahrens. Was offensichtlich nicht das oberste Kriterium geblieben ist, das muss ich allerdings jetzt noch hinzufügen, ist das Geschlecht. Denn auch auf Schramböck folgt ein Mann. Unter Martin Kocher werden jetzt das Arbeits- und Wirtschaftsministerium zusammengelegt. Darauf reagieren SPÖ und Neos übrigens sehr unterschiedlich. Während die wirtschaftsliberalen Neos sich über die Entscheidung freuen, ist es für die traditionelle Arbeiterpartei SPÖ nur ein weiterer Grund, Neuwahlen zu fordern. Der Druck auf Markus Wallner, den Landeshauptmann von Vorarlberg, ÖVP, wird immer höher. Wallner hat seine liebe Not, gegen die Vorwürfe zu argumentieren. Es geht um einen Korruptionsskandal. Obwohl ein Misstrauensantrag gegen Wallner im Landtag nicht durchgegangen ist, steht die Volkspartei wieder einmal schlecht da, was das Image betrifft, denn die Staatsanwaltschaft ermittelt. Es wird ernst für Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat nun offiziell Ermittlungen gegen den langjährigen ÖVP-Politiker aus dem Ländle eingeleitet. Der Verdacht, Wallner soll als Amtsträger Vorteile für sich bei Amtsgeschäften eingefordert haben. Und ich weise das noch einmal auf das Allerschärfste zurück. Von meiner Seite wurde nie ein Inserat verhandelt und nie eine Gegenleistung angeboten. Und wer das anonym behauptet, der soll sich aus der Deckung wagen, damit wir das vielleicht rasch klären könnten. Rückendeckung bekommt Wallner aus Wien, von keinem geringeren als seinem Parteichef. Es gibt für mich überhaupt keinen Grund, an seinen Aussagen zu zweifeln, und so halte ich es auch weiter. Neben Wallner ermittelt die WKStA auch gegen den aktiven Wirtschaftslandesrat Marco Tittler sowie gegen den ehemaligen Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdisser. Beides Mitglieder der ÖVP Vorarlberg. Die neuesten Vorwürfe, Wallner habe kurz vor Ermittlungsstart sein iPad und Handy gelöscht, weist der Landeshauptmann ebenfalls vehement zurück. Also die Behauptung sozusagen, die da aufgestellt wurde, da wurde vielleicht ein Handy gelöscht, stimmt
nicht. Das Handy liegt ungelöscht bei mir im Büro. Brisantes Detail am Rande. Gerade der grüne Koalitionspartner von Wallners Landesregierung soll die Staatsanwaltschaft über die geplanten Löschaktionen informiert haben. Und wenn eine Partei 77 Jahre lang an der Macht ist, und das ist die ÖVP in Vorarlberg, dann schafft man sich halt auch viele Feinde und die machen jetzt alle langsam auf. Seit 11 Jahren sitzt Wallner als Landeshauptmann in der Vorarlberger Landesregierung. Nun sägt nicht nur der Koalitionspartner am ÖVP-geführten Chefsessel, sondern auch die Justiz. Gegen ein Ausufern der Korruption hat sich eine Gruppe früherer Politiker, Juristinnen und Spitzenbeamten organisiert und ein Volksbegehren ins Leben gerufen. Beim Antikorruptions-Volksbegehren geht es darum, den österreichischen Staat wieder funktionsfähig zu machen. Für Anstand, Unabhängigkeit der Justiz und Transparenz etwa machen sich die Initiatoren stark. Mehr als 300.000 Menschen haben das Volksbegehren unterstützt. Das ist das einerseits das Positive, dass das Problembewusstsein gestiegen ist, andererseits auch, dass die österreichische Verwaltung im Großen und Ganzen sehr, sehr sauber ist. Darum beneiden uns auch viele Touristen und Touristinnen beziehungsweise Wirtschaftstreibende, die nach Österreich kommen. Wo wir zunehmend ein Problem haben, ist die, auf Österreich gesprochen, die Verhaberung, die Entscheidungsfindung in den allerhöchsten politischen Sphären, dort, wo man den Eindruck hat, dass fachliche Qualifikation vielleicht sogar schon ein Hindernis ist, beziehungsweise dort, wo Posten verhabert werden und nicht nach objektiven Kriterien vergeben werden, dort, wo es auch geht um Umfragenkauf, damit, wie Sie auch in der Frage formuliert, letztendlich um Wahlmanipulation, weil das ja ungleiche Verhältnisse dann sind, auch in der Wahlauseinandersetzung. Also hier gilt es schon massiv aufzupassen. Letztendlich erinnere ich auch daran, Österreich wurde erst vor 3 Wochen von einer liberalen Demokratie auf eine reine Wahldemokratie herabgestuft. Wir sind im Pressefreiheitsindex letzte Woche massiv nach unten gerasselt. Der Europarat hat uns letztes Jahr einen 5er im Schulnotensystem gegeben, was unsere Antikorruptionsmaßnahmen betrifft, also die Compliance-Maßnahmen dazu. Und auch würde Österreich heute noch einmal einen Antrag stellen auf Aufnahme in die Europäische Union, wäre das nicht, wäre abzulehnen, weil die Justiz nicht die nötigen Freiheitsrechte hat. Unglaublich, wenn man das so geballt hört, wie Sie es sagen. Es gibt auch einen umfangreichen Begleittext zu Ihrem Volksbegehren, wo Sie das alles eben auch anführen. Manche unterstellen ja politische Beobachter, nämlich in Ihren Kommentaren, dem System Kurz so eine gewisse Nähe. Da war sozusagen, Sie haben es erwähnt, das Haberertum sozusagen, die Freundelwirtschaft über manch anderen Dingen stehend. Und der Einfluss etwa auf die Justiz, sagen viele, war da so groß wie noch nie davor. Ist das in der Beobachtung, und Sie sind sehr renommiert als Korruptionsexperte, viele, viele Jahrzehnte im Geschäft, ist das tatsächlich eine Zuspitzung in den letzten Jahren gewesen? Ich würde es bei dem Wort Zuspitzung belassen, beziehungsweise das auch durchaus unterschreiben können. Ich bin etwas zurückhaltend mit der Zuordnung zu einzelnen Personen per se. Wir hatten natürlich schon Anfänge, insbesondere zum Beispiel auch, was das Thema Medienfreiheit beziehungsweise Inseratenkorruption betrifft, schon in den Zeiten davor. Man muss auch fair sein und durchaus auch zum Teil auf die Bundesländerebene heruntersteigen und das ja auch dort Vorgänge anschauen. Aber überall dort, um es vielleicht generell zu fassen, überall dort, wo die Personaldecke vielleicht eine überschaubar kleine ist, überall dort, wo Loyalitäten oder reine Loyalitäten vor professioneller Kompetenz kommt, dort wird es natürlich brenzlig, beziehungsweise dort muss man natürlich schon ein sehr, sehr klares Auge drauf werfen. Und nachdem Sie auch das Thema Justiz angesprochen haben, Justiz ist eine der 3 Staatsgrundgewalten, ist eine Conditio sine qua non, also ohne geht's nicht, für jegliche Demokratie, auch für jeglichen gesellschaftlichen Frieden. Und wenn Justiz natürlich nicht mehr arbeiten kann, beziehungsweise es hier Zurufe gibt, wenn es hier Privatstunden für Beschuldigte gibt, außerhalb der Strafprozessordnung und dergleichen, da sind das ganz, ganz laute Alarmzeichen, wo also höchster Handlungsbedarf gegeben ist. Erst vor kurzem war die Präsidentin der österreichischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte hier zu Gast, Cornelia Koller, die Ähnliches berichtet hat, durchaus von spürbarem Druck politischer Entscheidungsträger oder auch Weisungen, die erteilt werden aus der politischen Ecke sozusagen. Sie schreiben in Ihrem Volksbegehren insbesondere, dass die Unabhängigkeit der Justiz etwa am Beispiel der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gestärkt werden muss. Das sind die, die die großen Wirtschaftsdelikte, auch Korruptionsdelikte aufdecken. Ist das dort wirklich evident? Gibt es Beweise dafür, dass es hier Einflussnahme bis hin zur Korruption gibt?
Das ist natürlich immer auch eine subjektive Bewertung, denn die Sachbeweislichkeit haben Sie sicher dort, wo es um verstärkte Berichtspflichten geht, wo es um verstärkte Nachfragen geht, der vorgesetzten Dienststellen und dergleichen. Verstehen Sie mich bitte richtig, ich sage das auch mit aller Deutlichkeit. Das Volksbegehren fordert nicht, dass Staatsanwälte völlig weisungsfreigestellt sind. Die Corona-Zahlen im Überblick. Seit gestern verzeichnet Österreich 5.991 Corona-Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 398. 853 Personen sind hospitalisiert, 78 liegen auf der Intensivstation. 76% haben zumindest eine Impfung erhalten und 67% haben ein aktives Impfzertifikat. Nicht nur bei uns in Österreich sehen wir Demonstrationen von Ärzten wegen schlechter Arbeitsbedingungen. Der prestigeträchtige Beruf hat seine Schattenseiten. Krass stellt sich die Situation in Spanien dar. Dort machen Ärzte und Pflegepersonal ihrem Ärger Luft. Wenn es um Leben und Tod geht, dann müssen ordentliche Bedingungen geschaffen werden. Auflauf der Kittel. In Madrid kommen Ärzte, aber auch Pflegepersonal zusammen, um gegen die Zustände in Spaniens Krankenhäusern zu protestieren. Ein Gesundheitssystem, das kaputt gespart worden sei. Der größte Dorn im Auge der Demonstranten, Zeitverträge. Der Grund für diesen Protest ist, dass es in der Region Madrid ein sehr großes Problem mit befristeten Arbeitsverträgen gibt. Mehr als 50% der Ärzte in der Region Madrid haben befristete Verträge. Da es sich um Menschen handelt, die seit 13 Jahren oder länger in ein und demselben Beruf tätig sind, fordern wir, dass dies reguliert wird. Eine dauerhafte Festanstellung, davon können viele Ärzte Spaniens nur träumen. Der Grund für diesen Protest ist, dass mehr als 50% der Krankenhausärzte entweder Zeit- oder Leiharbeitnehmer sind. Das Einzige, was wir fordern, ist die Konsolidierung unserer Arbeitsplätze und die Anerkennung der über so viele Jahre hinweg erworbenen Verdienste. Politischen Rückenwind bekommen die Demonstranten aus den eigenen Reihen. Monica García, selbst Ärztin, aber auch Landtagsabgeordnete, poltert in Richtung Isabel Díaz Ayuso, eine erzkonservative Regionalpolitikerin. Wir unterstützen hier den Protest der Mediziner und der Gemeinschaft Madrid, die sich in einer prekären und unhaltbaren Situation befinden und von denen sich die meisten in einem Betrug am Gesetz befinden. Das Einzige, worum sie bitten, ist ganz einfach: dass das Gesetz eingehalten wird und dass Frau Ayuso nicht irgendwelche verdrehten Widersprüche benutzt, um die Professionalität und das Talent des Gesundheitssektors zu boykottieren, die übrigens diejenigen sind, die uns während der Pandemie gerettet haben. Und wir glauben auch, dass es nicht nur ein Streik für die Ärzte ist, sondern ein Streik für die Bürger, die eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung haben wollen. Sehnsüchtig hoffen Ärzte und Ärztinnen auf eine Verbesserung ihrer Situation, aber nicht alle wollen auf eine bessere Zukunft warten. Attraktivere Angebote bieten sich außerhalb ihres Landes. Im Schnitt wandern 3000 spanische Mediziner jährlich ins Ausland. Unser Leben ist deutlich teurer geworden. Die Inflation schlägt voll zu. Sogar der Urlaub könnte zur kostspieligen Angelegenheit werden, auch ganz ohne Luxushotel und Champagner. Wir von Krone TV haben in der Reisebranche nachgefragt, wie diese Saison die Sache mit dem Urlaub aussieht und auch, was uns als Gäste in der Gastronomie erwartet. Alles wird ständig teurer. Kaum einen Satz bekommen wir öfter zu hören als diesen. Aber der Sommer nähert sich in großen Schritten. Und vorausgesetzt, der nächste Lockdown lässt auf sich warten, möchte ich zu meinem Geburtstag endlich in einem Flieger wieder sitzen und ganz weit weg fliegen. Ja, und deswegen möchte ich heute herausfinden, ob wir uns in nächster Zeit überhaupt das Fliegen, das Reisen noch leisten können. Zuerst geht es für mich in die Walfischgasse Nummer 10. Gruber Reisen ist eines der größten Reisebüros in Österreich. Zwar hat es wie viele aufgrund der Pandemie Einbußen erlebt, aber die etlichen Lockdowns haben deutlich das Fernweh der Österreicher zum Vorschein gebracht. So Stefan Kohlberger von der Geschäftsleitung. Man muss sagen, nach Corona ist im Endeffekt eine Situation eingetreten, dass ein Nachholbedarf da war. Einfach man gesehen hat, dass gewisse Leute einfach zu Hause waren, nicht verreist sind und da natürlich Reisen sehr gefragt sind und meinen Nachholbedarf eigentlich hier hat aufgrund der letzten 2 Jahre,
wird das jetzt danach geholt und es wird stark nachgefragt, ja. Zugegeben, Reisen ist schon etwas Tolles. Ob mit dem Auto oder mit dem Flugzeug, Städtetrip mit Freunden oder türkisblaues Meer mit der Liebe des Lebens. Es gibt so viel zum Entdecken und zum Teilen. Wenn da bloß nicht die globalen Teuerungen wären. Da gibt es nur einen Vorteil. Gewisse Fluglinien haben für gewisse Strecken Preise gehedged. Das heißt eigentlich, dass sie gewisse Kontingente an Treibstoffen eingekauft haben mit einem Fixpreis, der jetzt noch nicht betroffen ist von der jetzigen Preissteigerung. Das könnte bei der einen Fluglinie länger andauern, bei der anderen nicht so lange. Ich kann da nur zusammenfassend sagen, dass es einfach ratsam ist, möglichst früh sich für den Sommerurlaub festzulegen und zu entscheiden. Das würde eigentlich dazu beitragen, dass man einen möglichst attraktiven Preis hat. Grundsätzlich ist man gut bedient, im Voraus und jetzt zu buchen. Das hat folgenden Grund. Wenn man jetzt da eine Reise bucht, sind die Preise mal fixiert. Die mögliche Preiserhöhung ist laut Pauschalreisegesetz fixiert, bei maximal 8%. Zwar wird es laut dem Experten weniger Last-Minute-Reiseschnäppchen geben, aber weil vermehrt Länder ihre Zugangsbeschränkungen wieder aufheben, rechnet der Tourismus mit einem vermehrten Anlauf. Und je mehr Besucher ein Land hat, desto weniger wahrscheinlich ist ein Preisanstieg. Beziehungsweise ist auch eine Preissenkung nicht auszuschließen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, ein Hotel hat 100 Zimmer und wenn ich dort 20 Personen in diesem Hotel habe, ich habe trotzdem die Fixkosten fürs Personal, ich habe trotzdem die Fixkosten für den Strom, für gewisse Instandhaltungskosten und natürlich ist es gut, wenn möglichst viele Leute in diesem Hotel sind, weil dann einfach die durchschnittlichen Preise etwas sinken. Am besten also so vorgehen. Kurz die Portale checken, dann ab ins Reisebüro und dort einen Gegencheck machen. Empfehlenswert ist es trotzdem, letztendlich im Reisebüro zu buchen. Denn falls es wirklich zu Komplikationen kommen sollte. In der Corona-Situation haben auch in unseren Büros einige Kunden berichtet, dass sie bei Portalen gebucht haben im Internet, wo sie nicht einmal einen Ansprechpartner hatten. Und das ist einfach der Riesenvorteil im Reisebüro. Neben dem Urlaub ist auch gutes Essen und Trinken aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Daniela Knorr betreibt ihr Lokal 1010 in der inneren Stadt schon seit 11 Jahren. Auch sie musste sich den Veränderungen der letzten Jahre anpassen, doch die Erleichterung ist spürbar. Wir hatten nie sehr viele Touristen, waren eher ein Lokal für Wiener, für Leute aus der Umgebung, für Menschen, die hier arbeiten. Und da sind noch nicht alle wieder zurück, weil eben noch viele im Homeoffice sind, ja, oder auch weggezogen sind. Es verändert sich eben und das ist jetzt gerade dabei, eben sich neu zu finden. Aber wie gesagt, es geht wieder bergauf, es ist schön. Die Inhaberin von 1010 hat gelernt, mit der neuen Dynamik der Kundenströme umzugehen. Auch wenn ihre Besucher bis jetzt genauso viel für ihre Drinks und Mahlzeiten zahlen wie vor der Covid-Pandemie, wird sich in Zukunft etwas ändern. Wir haben bis jetzt noch keine Preiserhöhung gehabt. Also wir werden uns jetzt, es sind natürlich die Lieferanten alle teurer geworden, von der Serviette bis zum Brot ist jeder, gab es Preissteigerungen und wir werden in den nächsten Wochen, wenn wir einen Überblick haben, wie sich das genau, also welcher Prozentsatz das genau ist, werden wir natürlich auch unsere Preise anheben müssen, ja, um unsere Kosten decken zu können. Wenn die Miete steigt, die Energiekosten steigen, aber eben auch die Betriebsmittel steigen, ja. Der Preisanstieg ist aber dennoch überschaubar und durchaus zumutbar. Es wird jetzt keine dramatische, also wir werden jetzt nicht pro Drink um 2 Euro teurer werden. Ja? Das sind Anhebungen im Centbereich. Ja? Aber trotzdem muss ich ein bisschen reagieren. Ich werde jetzt nicht um 1/3 teurer werden, weil, wie Sie richtig sagen, ich muss ja dann auch irgendwie die Energiekosten irgendwie hineinnehmen dann mit Ende des Jahres. Das heißt, ich muss mir noch ein bisschen Puffer nach oben lassen. Ich möchte meine Gäste ja nicht vertreiben. Es soll ja noch leistbar sein, sich einen Kaffee ein Getränk zu trinken, mit Freunden sich zu treffen. Das soll ja ein Teil des Lebens bleiben, ja? Und kein unerschwinglicher Luxus sein. Als einen unerschwinglichen Luxus empfinden es die Besucher wohl eher nicht. Sicher ist die ganze Situation leicht belastend, aber im Großen und Ganzen hat sie für mich nicht weiß Gott was verändert. Es gibt doch Möglichkeiten, sich das Leben lebenswert zu gestalten. Man muss nur wissen, wie
und womöglich einige Veränderungen in Kauf nehmen. Wie wird das Wetter? Morgen Donnerstag werden wir wieder mit jeder Menge Sonne und Wärme verwöhnt. Bis knapp über 30 Grad reichen die Temperaturen. Sogar in den Bergen bis 15 Grad. Die Badeseen sind noch recht frisch und eher für Sportliche als zum Planschen. Nur hier und da ziehen Wolken durch. Ab Mittag im Bergland stellenweise Regenschauer und Gewitter. Es weht lebhafter Westwind im Norden. Übermorgen Freitag ist es unbeständig und warm. Rechnen Sie mit zahlreichen Regenschauern und Gewittern, besonders im Westen und Süden. Später am Nachmittag dann häufiger Sonne, im Norden und Osten bis zu 26 Grad sind möglich. T-Shirt und leichte Bekleidung sind also angesagt. Das war das Wichtigste von den Nachrichten. Bleiben Sie dran. Die Millionentransfers von Erling Haaland und Karim Adeyemi sind fixiert. Der künftige ÖFB-Trainer Ralf Rangnick steht in der Kritik und Novak Djokovic zeigt, dass er es immer noch drauf hat und landet im Achtelfinale in Rom. Das und noch mehr sehen Sie heute hier in den Krone Sport News. Lange wurde spekuliert, jetzt ist es fix. Ex-Bulle Erling Haaland wechselt vom BVB zur Tabellenspitze der Premier League zu Manchester City. Ablösesumme dabei stolze 75 Millionen Euro. Der Norweger konnte in 87 Pflichtspielen 85 Tore für Dortmund erzielen. Sein Nachfolger ist nun auch fix geklärt. Karim Adeyemi verlässt nach 4 Jahren und 92 Pflichtspielen den FC Red Bull Salzburg und erhält einen Vertrag bis 2027 beim BVB. Und der Club solle nur noch Interesse an Leipzig-Kicker Konrad Leimer bekunden. Der ÖFB-Star selbst sei offen für den nächsten Karriereschritt im Sommer, aber auch Bayern München solle nun schon Offerte in Millionenhöhe planen. Vor allem für Trainer Julian Nagelsmann solle Leimer da ein Wunschkandidat sein. Ralf Rangnick wird der neue Mann an der Seitenlinie des österreichischen Nationalteams, doch gerät jetzt zunehmend bei seinem aktuellen Verein, bei Manchester United, in die Kritik, vor allem bei Legende Rio Ferdinand. Der Grund, die aktuelle Meisterschaft unter Rangnick. Nur Rang 6 in der Tabelle der Premier League und die 0:4 Horrorshow, wie englische Medien titelten, am Wochenende gegen Brighton. Außerdem die punktemäßig schlechteste Saison bei den Red Devils seit knapp 9 Jahren. Beim ÖFB hat der Trainer hingegen große Ziele, eine Teilnahme bei der EM 2024 und der WM 2026. Doch da müsste er sich jetzt erstmal beweisen, so Krone Fußballexperte Michi Konsel. Wichtig ist, glaube ich, jetzt einmal, dass dieser Name auch zeigt, was er wirklich bewirken kann, auch in einem Nationalteam. Ja. Man hat die Spieler nicht sehr oft zusammen, also das ist ganz anders. Dann hat er sich, oder er hat ja noch das Engagement bei Manchester, ja. Ob das funktioniert, das sind alles offene Fragen. Kann man jetzt gar nicht so beantworten. Es ist überall ein kleiner, wo man sagt, Kritikpunkt da, was nach hinten losgehen kann. Die ausführliche Einschätzung von Michi Konsel zu Ralf Rangnicks Performance im Nationalteam sehen Sie in der großen Krone Fußballshow. Jetzt online für Sie auf krone.at. 2024 findet die Fußball-EM in Deutschland statt. Am Dienstag entschied das Exekutivkomitee der UEFA, welche Partien in welchen Stadien über die Bühne gehen werden. Das große Finale wird demnach im Olympiastadion in Berlin gespielt, das Eröffnungsmatch in der Allianz Arena in München. Weitere Spielorte sind unter anderem Hamburg, Leipzig oder Dortmund. Um die Reisestrapazen für Fans und Spieler so angenehm wie möglich zu gestalten, werden Duelle einer Gruppe in nur 2 unterschiedlichen Regionen stattfinden. Nachhaltigkeit steht da erstmals im Fokus. Zusätzlich wird beschlossen, dass das Finale der Conference League 2023 in der Eden Arena in Prag stattfinden wird. Willkommen zum Tennis. Novak Djokovic gewinnt das Auftaktmatch beim ATP Masters in Rom gegen den Russen Aslan Karatsev mühelos mit 6:3 und 6:2. Joker, der in dieser Saison noch keinen Turniersieg erreichen kann, absolviert somit eine positive Generalprobe für die French Open Ende Mai. Im Achtelfinale trifft der Serbe nun auf seinen Landsmann Lazio Diere oder den Schweizer Stan Wawrinka. Auch Sascha Zverev löst sein Ticket für die nächste Runde in Rom. Der Deutsche setzt sich nach Problemen im ersten Satz mit 7:6 und 6:3 gegen den Argentinier Sebastian Baez durch.
Er ist der Rekordspieler der NHL und nach 23 Jahren im Einsatz hängt er seine Eislaufschuhe an den Haken. Patrick Marleau, der 42-jährige Kanadier, kündigt nun nach 23 NHL-Saisonen sein Karriereende an. Von 1997 bis 2021 kurfte er in 1779 Spielen über das Eis. Kein anderer in der nordamerikanischen Liga absolvierte mehr Matches wie er. Marleau, der nach seinem Einsatz bei den San Jose Sharks vertragslos war, gewann mit der kanadischen Nationalmannschaft zweifach Gold bei den Olympischen Winterspielen sowie eine Weltmeisterschaft und möchte jetzt den Fokus auf seine Familie und seine vier Kinder legen. Das waren sie, die wichtigsten Sportthemen des Tages. Ich sage danke fürs Einschalten und bis morgen.